ich hätte eine Frage an dich, bevor du startest. Vielleicht kannst du uns einmal sagen, warum überhaupt Narrative? Also warum beschäftigt dich das schon so lange? Das ist direkt so eine Kardinalfrage. Ich habe das ist wie so alles, ist das Zufall gewesen. Ich habe das im Studium, habe ich ein Seminar gehabt und da ging es um die Bibel als Literatur. Und das wurde geleitet von einem Germanisten und einem evangelischen Theologen. Und es ging um das Alte Testament als Literatur und ich habe mich immer schon mit Sagen und sowas beschäftigt und das war so eine Offenbarung. Nicht religiös, sondern was die Narrative angeht. Und die haben seitdem gesessen und seitdem habe ich mich damit auseinandergesetzt. Wie tradieren sich Erzählungen, wie tradiert sich Sinn, wie tradiert sich irgendwie Bedeutung in der Gesellschaft? Und das ist dann so ein bisschen gewandert in die politische Sphäre und in die politische Kommunikation und betrifft jetzt für mich Gesellschaft als Ganzes und die Art und Weise, wie wir untereinander überhaupt Sinn austauschen. Ja. Okay, dann können wir, glaube ich, jetzt sehr gespannt sein, was Narrative und Veränderungsprozesse und Kommunen eigentlich alles miteinander zu tun haben. Sebastian, ich gebe erstmal die Bühne frei Danke. und wir unterhalten uns nach dem Vortrag weiter und dann dürfen Sie natürlich sich auch hier nochmal einmischen. Erstmal Dankeschön. viel Spaß. Danke. Perfekt. So. Das ist Theseus. Theseus, oder streng genommen, ist natürlich ein Fresko von Theseus aus Pompeji, also ein Fresko, das Theseus zeigt. Theseus, ich weiß nicht, wer ihn kennt, ist einer der ganz großen Helden der Mythologie, der griechischen Mythologie. Wie es sich für so einen ordentlichen Helden gehört, hat er ganz viele Heldensachen gemacht. Das Konzept Held, gerade in seiner männlichen Form, könnte man jetzt wunderbar dekonstruieren und darüber einen ganz eigenen Vortrag halten, was dieses Heldenkonstrukt eigentlich so mit uns macht. Ich habe gesehen, in diesen Mappen, die hier rumgeistern, gab es auch den Begriff der Heldinnen schon wieder da in der Form zum Glück gegendert. Aber wie gesagt, darum soll es nicht gehen. Gehen wir einfach mal davon aus, dass Theseus ein Held ist. Ja? Theseus ist ein Held. Der hat Heldensachen gemacht. Der hat unter anderem für die Siedler Attikas eine neue Stadt gegründet. Diese Stadt nennt sich heute Athen. Er hat gegen die Amazonen gekämpft. Ich bin unsicher, inwieweit das jetzt auch schon wieder eine gegenwärtige Heldentat ist. Auch dieses ganze Konzept Amazonenkämpfe würde sich heute sicherlich anders darstellen. Auch da lassen sich wieder ganz eigene Interpretationen anschließen. Aber auch das sei heute mal zurückgestellt. Er hat aber noch mehr gemacht. Er hat gegen den Minotaurus gekämpft und ihn besiegt. Also man kann zusammenfassen, er hat dieses ganze traditionelle Bild eines vorbildlichen Helden erfüllt Theseus für uns jetzt zunächst mal. Das nehmen wir mal als Prämisse, als Ausgangspunkt. Theseus hat bei diesen Heldentaten, die hat er unterwegs gemacht, ja, die Kreaturen und diese ganzen Gegner, auf die er so getroffen ist, die sind nicht zu ihm gekommen, sondern er ist zu ihm gefahren. Er ist durch die Ägäis gefahren und wie man das hier so sieht, fuhr er übers Meer und das hat er natürlich auf einem Schiff gemacht. Und das ist Theseus Schiff. Also Theseus Schiff ist jetzt nicht ein besonderes Schiff, nicht so wie die Argo aus der griechischen Sage, die als das schnellste Schiff galt und die der Sage nach sogar sprechen konnte, sondern Theseus Schiff ist ein handelsübliches, antikes Schiff, ja, über das nicht sonderlich viel überliefert ist. Dieses Schiff ist Ausgangspunkt für ein in der Philosophie sehr bekanntes Gedankenexperiment. Und dieses Gedankenexperiment trägt den Namen Theseus Schiff. Ist jetzt kein besonders kreativer Name, aber gut. Das Gedankenexperiment heißt jetzt einfach mal Theseus Schiff. Und was hat es damit auf sich? Bei den vielen Reisen, die Theseus so unternommen hat und seine Heldensachen unternommen hat, ging immer mal was kaputt. Es ging mal eine Planke kaputt, es ging Ruder kaputt, es ging Tau kaputt, es ging Segel kaputt. Und er fuhr auf dieser Reise immer mal wieder im attischen Hafen vorbei und ließ das austauschen. Er ließ das Segel austauschen, das Tau austauschen, das Ruder austauschen, die Planke austauschen. Und so wurde Theseus Schiff nach und nach instand gesetzt. Und es ging so über Jahrzehnte, weil Theseus war lange tätig bis zur Rente, ja, und hat seine Heldentaten gemacht. Und über diese Jahrzehnte hinweg wurde jedes einzelne Teil dieses Schiffes ausgetauscht, bis zum letzten Nagel,
wurde dieses Schiff instand gesetzt. Das bestand also nach einer Weile aus komplett neuen Teilen. Also kein einziges Teil dieses Schiffes war mehr dasselbe, wie es beim Stapellauf war. Gleichzeitig hat aber der Schiffsbauer, der dieses Schiff regelmäßig repariert hat, hatte alle Teile aufbewahrt, weil der war, das ist überliefert, einer der Vorreiter von Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit und hat diese Teile in der Werft gesammelt, weil man kann die gegebenenfalls ja nochmal weiterverwenden. Und er hat sich dann einen Spaß gemacht und hat irgendwann gesagt, okay, das sind ja jetzt quasi alle Teile, die ich brauche für ein Schiff und hat die wieder zusammengesetzt. So. Zu einem weiteren Schiff. Und die Frage, die sich dann stellt in der Philosophie, was ist denn das jetzt für ein Schiff? Ist das Theseus-Schiff, das gerade den Hafen verlassen hat? Gibt es jetzt zwei Schiffe des Theseus? Welches ist jetzt eigentlich das richtige Schiff des Theseus? Und das ist die Ausgangssituation für ein in der Philosophie sehr verbreitetes Gedankenexperiment. Denn es gibt grundsätzlich auf diese Frage vier verschiedene Antwortmöglichkeiten. Ja? Wir können sagen, es ist das reparierte Schiff. Ja, also das Schiff, was den Stapellauf gehabt hat und repariert wurde, auf dem Theseus wieder den Hafen verlassen hat. Man könnte sagen, es ist das restaurierte Schiff, also das Schiff, was aus den alten Teilen wieder zusammengesetzt wurde. Man könnte sagen, beides sind irgendwie Theseus Schiffe, weil sie beide mit ihm in Verbindung stehen. Oder man könnte sagen, irgendwie ist es keins mehr so richtig. Und diese Differenz, diese Varianz an verschiedenen Antwortmöglichkeiten erzählt uns eine ganze Menge, wenn wir das mal kurz sacken lassen und drüber nachdenken. Denn in der Philosophie wird über dieses Paradoxon das Wesen von Identität erklärt. Ja? Also die Identität von Dingen, von Objekten, auch von Körpern ganz im Allgemeinen. Unsere Körper, unsere Zellen erneuern sich alle 7 Jahre. Auch dieses kleine Bonmot ist dann immer so eingestreut. Also sind wir eigentlich dann immer noch dieselben? Wer sind wir? Woraus bestehen wir? Also Identität ist ein ganz, ganz interessantes Moment, wo man über dieses Paradoxon hinkommt. Zweitens ist es aber auch eine nahezu perfekte Metapher, um über Veränderungen zu sprechen. Und warum Veränderung? Weil es in diesem Fall von Theseus Schiff fast unmöglich ist zu bestimmen, also den Moment zu bestimmen, wann aus Theseus Schiff etwas anderes wird. Ja, also wir können eigentlich jetzt nicht sagen, ist es an dem Moment, wo das erste Mal eine Planke ausgetauscht wurde, oder ist es an einem anderen Zeitpunkt. Ja? Und an diesen Interpretationen, wann hier diese Veränderung stattgefunden hat, zeigen sich ganz unterschiedliche Haltungen zu Veränderungen. Es gibt eine konservative Argumentation, die auf das Bewahren oder auf das Ursprüngliche, auf das Gute abzielt. Hier finden dann Begriffe wie Tradition, wie Herkunft, wie Überlieferung, wie Erbe etc. statt. Und die beziehen sich häufig auf was Vergangenes, ja? Wo es dann heißt, hier das Vergangene, das ursprüngliche Stapellaufschiff ist das wahre Schiff des Theseus. Diese Lesart ist mitnichten falsch, ja? Also ich will da keine normative Wertung reinbringen. Das ist eine absolut legitime Interpretation dessen, wie wir Theseus Schiff interpretieren können. Es gibt aber auf der anderen Seite eben auch welche, die in die Zukunft weisen. Ja? Das heißt also, erst dann, wenn Theseus Schiff vollständig repariert ist, wenn es ohne Makel existiert, wenn es keine Kratzer mehr hat, wenn es einen perfekten Zustand hat und sich sozusagen zukünftig vollendet sieht, erst dann können wir wieder von Theseus Schiff sprechen. Das heißt, hier ist nicht der Austausch von Bestandteilen oder das Reparieren der Fokus dieser Interpretation, sondern es geht dann um den existierenden Makel, der so ein bisschen an dieser Identität kratzt. Und zwischen diesen Polen, man könnte noch ganz viele andere nennen, zwischen diesen vollzieht sich Veränderung. Ja? Sie ist extrem vielschichtig, beginnt meistens sehr klein durch das Erkennen eines kleinen Problems oder eines daraus folgenden Handlungsimpulses. Wie bei Theseus, der vielleicht eines Tages so einen kleinen Kratzer wahrgenommen hat, gesagt, ja gut, okay, ein bisschen Spucke oder Farbe drauf, dann passt das. Und am nächsten Tag aber gemerkt hat, oh, okay, hier ist doch ein Loch drin, wir müssen es mal reparieren. Also hier entsteht das Erkennen eines Problems und entsteht ein Handlungsimpuls. Und das ist etwas, was sich auch bei uns in unseren Organisationen alltäglich vollzieht. Also Veränderung als Prozess, der nicht in Schwarz und Weiß gedacht werden kann, ja, der nicht sich
plötzlich ereignet, sondern der eher schleichend und unbemerkt vonstatten geht. Veränderung oder Change oder Transformation, wir haben gerade gewitzelt über diese Großworte, die sind nicht immer disruptiv, ja, so wie es uns diese Diskurse um New Work oder Transformation suggerieren. Und wie es manchmal auch in meiner Wahrnehmung in diesem Diskurs um Verwaltungsmodernisierung mitschwingt. Das ist nicht immer disruptiv, es muss nicht immer von jetzt auf gleich, von 0 auf 1 springen. Ja? Denn das Interessante ist ja eigentlich das, was dazwischen passiert, ja? Zwischen diesen beiden Polen, zwischen jetzt und gestern und morgen. Das ist total wichtig anzuerkennen. Ich reite da jetzt so ein bisschen drauf rum. Ja, aber Kommunen gemeinsam verändern und über Veränderung zu sprechen, das ist kein binärer Prozess. Ja, das ist nicht von 0 auf 1 oder von 1 auf 0. Manchmal geht es ja auch genau andersrum. Denn auch die Mathematik sagt uns, dazwischen gibt es nicht, also da gibt es ganz viel, sogar unendlich viel. Ja? Also es gibt unendlich viele Zahlen, die sich zwischen 0 und 1 befinden. Und das ist etwas, was wir anerkennen müssen und wo uns diese Metapher von Theseus Schiff dabei hilft, einen Fokus zu legen auf diese Unendlichkeit dieser verschiedenen Mikroprozesse, die sich vollziehen auf dem Weg hin zur Veränderung. Das heißt, unser Blick sollte nicht immer nur auf diese 0 und 1, nicht nur beim Problem, wenn wir mal die 0 als Problem sehen würden, hin zu einem perfekten Zielbild generieren, sondern wir sollten immer auch schauen, was vollzieht sich eigentlich dazwischen, was gibt es dort für kleine Erfolge, für kleine Momente, an die es sich vielleicht auch festzuhalten gilt. Eine weitere wichtige Hilfe, die uns das Theseus-Paradoxon an die Hand geben kann, ist die Fragen, die es aufwirft. Nämlich zum einen die Fragen, was macht denn eigentlich Theseus Schiff zu Theseus Schiff? Ist das die Materie, also sind das diese ganzen Planken, Taue, Nägel und so weiter, die zusammengesetzt sind? Ist es die Form, also ist es die Art und Weise, wie das Schiff gebaut wird, dick, dünn, groß, klein? Ist es die Funktion, also die Tatsache, dass Theseus auf diesem Schiff rumfährt, um Heldensachen zu machen? Oder ist es, und das ist jetzt vielleicht keine Überraschung bei dem Titel und der Ankündigung dieses Vortrags, oder sind es die Geschichten, die wir über dieses Schiff erzählen, die wir noch heute von diesem Schiff erzählen, die Theseus selbst über sein Schiff erzählt hat oder vielleicht auch seine Crew? Diese Frage ist für mich sehr einfach beantwortet. Für mich liegt es in den Geschichten. Die Phänomene, die uns umgeben, die erhalten ihre Bedeutung. Ich habe es gerade kurz gesagt, die halten ihre Bedeutung über Erzählungen. Also wir machen es zu Theseus Schiff. Unsere Erzählungen tragen am Ende Sinn in die Welt. Und sie schaffen, etwas poetischer gesagt, das ist ein Satz aus der Erzähltheorie, sie schaffen Ordnung im Chaos unserer Existenz. Ja? Also wir schaffen es durch unsere Erzählungen, Sinnhaftigkeit in die Welt zu tragen. Und das geschieht, indem wir durch Erzählungen die unterschiedlichen Teile, die uns so umgeben, die unterschiedlichen Geschehnisse, eben in eine Ordnung stellen und einem Begriff Bedeutung geben, indem wir beispielsweise die Summe von Planken, Tauen, Ruder, Segel ein Schiff nennen. Und dieser Begriff allein ist dann etwas, was man in der Erzähltheorie ein Fokuswort nennt, denn er hat ein unglaubliches erzählerisches Potenzial in sich, eine unglaubliche narrative Kraft. Jede von euch, ich bin beim Du, um dem direkt zu folgen, hat sicherlich ganz, ganz unterschiedliche Assoziationen, wenn der Begriff des Schiffes fällt. Die einen denken an einen Tanker, die anderen denken an ein antikes Schiff, die Dritten denken an ein Segelboot, auf das sie gerne hoffentlich im Urlaub fahren könnten. Dritte denken an die ikonische Gorch Fock. Und all diese Geschichten und Bezugsrahmen, so heißt es dann in der Metapherntheorie, die hinter diesen Bildern stehen. Denn nicht für jeden ist diese Bedeutung gleich. Das unterscheidet Narrative auch ganz stark von dem anderen Mode-Buzzword, was es vor 10 Jahren mal gab, wo viele über Frames gesprochen haben. Und bei Frames war es immer so, dass die Bedeutung schon festzustehen schien. Ja? Ein Frame hat die und diese Bedeutung. Das ist in der Narrativtheorie deutlich anders, denn es geht hier immer um Kontextsensibilität, um Kontingenzen, um die Aushandlung von Sinn in sozialen Kontexten.
Und diese Schiffsmetapher ist eine, die, wir haben es im Vorgespräch auch gehabt, die auch in Organisationen sehr, sehr häufig ja genutzt wird. Wir sitzen alle in einem Boot. Sind wir ein Tanker? Sind wir ein Schnellboot? Wie organisieren wir uns eigentlich? Wer ist an Deck? Wer ist am Steuer? Wer ist unter Deck? Und so weiter. Wo segeln wir hin? Ja, all diese Assoziationsräume, die helfen uns, diese komplexen sozialen Beziehungen, in denen wir uns befinden, mit Leben zu füllen und handhabbar zu machen. Das heißt, es sind genau diese Erzählungen, die dort wirken. Erzählungen nämlich, mit die wir über unsere Umwelt und uns und das uns Umgebende, die wir nutzen. So. Und dank der Bildhaftigkeit von Sprache im Allgemeinen und Metaphern im Besonderen, das mögen viele kennen, schaffen wir es überhaupt, diese komplexen sozialen Beziehungen verständlich untereinander austauschbar zu machen. Das alles ist schon der Modus des Erzählens. Wenn man tiefer einsteigt in diese Erzähltheorie, dann wird einem sehr deutlich, dass das eigentlich das ist, was Watzlawick mal gesagt hat, wir können nicht kommunizieren, ist eigentlich in der Erzähltheorie übersetzt worden, spätestens von Albrecht Koschorke, der dann gesagt hat, eigentlich ist Erzählen der grundlegende Modus der Sinnvermittlung zwischen Menschen. Ich muss jetzt einen kurzen Exkurs, deswegen mache ich mein Heftchen hier auf, weil du eben gesagt hast, Christine, in der Vorstellung, dass es hier auch darum geht, wie macht ihr das eigentlich? Also diese Best-Practice-Gedanke in dieses Festival mit reinzubringen. Und diese Frage ist eigentlich nichts anderes als eine Aufforderung zur Erzählung. Denn was wir dort machen, ist keine Argumentation. Wir werden keine Liste liefern auf eine solche Frage, sondern wir werden von uns, unseren Organisationen, unseren Erfahrungen erzählen. Und Erzählungen haben häufig so etwas, den Vorwurf sozusagen des Unwahren oder des Unwahrhaften oder des Fiktionalen oder so. Aber wir können gar nicht anders, als Bestandteile immer wieder neu zusammensetzen und immer wieder neu von uns zu erzählen. Werdet ihr merken, wenn ihr euch vorstellt in unterschiedlichen Kontexten. Manche haben den 0815-Text, hallo, ich bin Sebastian, ich bin Vorstand bei Neues Handeln. Manche haben aber auch dort einen kontextsensiblen Art und Weise, wie sie sich vorstellen. Hallo, mein Name ist Dr. Jacepski, hallo, ich bin Sebastian oder mein Spitzname, den ich jetzt nicht verrate. Das sind alles unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir von uns erzählen und wie wir uns in diesen Kontext, in diesen sozialen Kontext einbetten. Das heißt, es gibt so eine ganz schöne, grundlegende und vielleicht sogar banal klingende Definition von Erzählung, die da heißt, something happened or better, someone telling someone else that something happened. Und das wäre eigentlich genau das, was diese Aufforderung, erzählt doch eigentlich mal, was ihr so macht, in diesen Raum, den ich gerne in diesen Raum nochmal geben würde, für die nächsten Tage. Ich glaube, das ist vor allem deswegen wichtig, weil wir mit so extrem abstrakten Begriffen hantieren. Gerade eben vielen ein paar, auch da, wie gesagt, man schmunzelt ja schon fast drüber, ja, Synergien, Transformation, aber auch so Dinge wie Zeit oder Veränderung. Was soll das überhaupt sein? Ja, also wir haben ja überhaupt kein Bild davon, wir haben keine Entsprechung davon in unserem Alltag für einen Begriff wie Veränderung oder für Transformation, noch viel schlimmer. Also Transformation ist mein absolutes Lieblingswort in dem Kontext, weil das ist ein Wort, was so viele Abstraktionslevel in sich trägt, dass es kaum für Menschen greifbar ist. Man spricht dann in der poststrukturalistischen Linguistik, spricht man dann von leeren Signifikanten. Das heißt, sie haben kein Signifikat. Ein Signifikat ist das, was bezeichnet wird. Der Signifikant ist das, was bezeichnet. Und eine Transformation hat zunächst nichts, was es bezeichnet, sondern wir müssen über unsere Narrative, über unsere Diskurse, über unsere Aushandlung für uns selber definieren, was das eigentlich ist. Und das passiert im Modus von Geschichten, von Narrativen. Wir haben das jetzt ganz oft schon gehört, diese Erkenntnis ist auch fast schon banal. Ich bin auch irgendwann auch mal geneigt zu sagen, okay, das ist jetzt der letzte Vortrag zu Narrativen, weil es so ein Wort ist, was alle mittlerweile nutzen, was so in der Welt angekommen ist. Weil es gibt in dieser Art und Weise, wie wir versuchen, Komplexität zu erklären, gibt es natürlich auch Moden. Es gibt visuelle Moden, es gibt textliche Moden bei den Narrativen. Ich habe eben die Frames erwähnt. Könnte man von sowas wie methodologischen Moden oder methodischen Moden oder sowas sprechen. Und dieses Wort ist jetzt
seit mindestens 2-3 Jahren ist es auf Platz 1 so der Buzzword-Charts und alle nutzen das. Das heißt auch, es wird verwässert. Das finde ich dann immer so ein bisschen schade, als jemand, der sich 20 Jahre damit wirklich intensiv beschäftigt hat. Aber es ist ein Begriff, der natürlich eine totale Relevanz für mich noch hat. Und wir haben es eben gemerkt, es gibt, glaube ich, kein Symposium, keine Konferenz, an denen ihr alle teilgenommen habt, wo das Wort nicht mindestens bis zum Erbrechen gefallen ist in den letzten 2-3 Jahren. Trotzdem möchte ich sehr dafür werben, dass diese Haltung zu Narrativen oder dieses Erkennen, dass wir in Narrativen und in Erzählungen leben, uns weiterhilft bei der Reflexion. Ich möchte allerdings davor warnen, vor diesem Satz, wir brauchen ein neues Narrativ für Veränderung. Denn das ist genau das, was häufig, also was für mich der Perspektivwechsel ist, den ich gerne hier reingeben würde. Denn es gibt häufig am Ende von Veranstaltungen oder am Ende von Gesprächen dann dieses, ja, aber wir brauchen doch jetzt ein neues Narrativ für Veränderung, für Transformation, für Klimakrise etc. etc. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass das eine eigenartige Verkehrung von mit sich bringt und ein Primat von Kommunikation suggeriert, den es in meinen Augen nicht gibt. Denn ich glaube, wir brauchen nicht ein neues Narrativ für Veränderung, sondern wir brauchen Veränderung für neue Narrative. Und es ist extrem wichtig, diese Mini-Unterscheidung, die kann man jetzt haarspalterisch nennen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir anerkennen, dass wir über das Handeln neue Erzählungen schaffen können. Erst wenn wir kleine Mikroveränderungen in unseren Alltag implementiert haben, können wir darüber erzählen. Erst dann schaffen wir es, neue Narrative zu generieren. Wenn wir immer von der Strategie her denken und denken, ja gut, wir brauchen jetzt erstmal nur ein neues Narrativ oder auch ein neues Zielbild, dann wird alleine das uns nicht weiterhelfen. Wenn wir auf dem Weg dahin, für mich wäre das nämlich dann diese Eins, ja, also wenn wir auf dem Weg dahin nicht anerkennen, welche kleinen Mikroschritte wir gemacht haben. Und über diese Mikroschritte zu sprechen, ist, glaube ich, das, was das Erzählen und was das Narrative mit sich bringen kann. Das ist dann auch, was Show, Don't Tell meint. Das ist eine Technik, die es gibt in der Literaturwissenschaft, wo es einfach darum geht, wir müssen zeigen und nicht nur darüber sprechen. Wir müssen also auch in unserem Erzählen, in unserer Kommunikation zeigen, was passiert. Und deswegen ist dieser Best-Practice-Ansatz, den du gerade nochmal vorgebracht hast, einer, der, auch wenn er jetzt heute nicht mehr neu oder frisch oder sonst was ist, aber er ist so extrem wichtig, um zu neuen Erzählungen zu kommen, weil wir sonst keine Erfahrungsräume aufmachen, keine Assoziationsräume aufmachen können, die neue Bestandteile von neuen Narrativen sind. Das hängt unmittelbar zusammen mit dem Motto oder mit dem Claim dieses Festivals, Kommunen gemeinsam verändern, weil wir alle wollen Kommunen gemeinsam verändern. Und dabei stoßen wir tagtäglich auf Erzählungen. Ich habe gerade gesehen, in diesem wunderbaren Change Guide sind solche Narrative auch zusammengefasst schon oder vorgeschlagen. Wir alle stoßen tagtäglich auf diese Narrative, die unser Handeln prägen, die Veränderungsimpulse unterstützen können, die sie hemmen, die sie lähmen, die sie aber auch befördern können. Und ich glaube, es ist total wichtig, diese Narrative, der Begriff ist auch gerade schon gefallen, zu reflektieren, um unser Geschehen um uns herum erzählerisch so einzukleiden, dass eben Narrative entstehen, die diese Veränderung positiv bewerten und nicht nur als Erreichung eines Ziels. Und damit sind wir letztlich auch wieder bei Theseus Schiff, denn die Identität von Kommunen oder von Kommunalverwaltung, von Organisationen, die ist nicht statisch, ja, die ist nicht 0 oder 1. Das ist eine fortlaufende Geschichte. Die ist permanent, wird an ihr miterzählt, wird an ihr weitererzählt. Und ihr alle seid sozusagen im Alltag daran beteiligt, die Geschichten über Verwaltung, über Organisationen zu erzählen. Und das heißt schon kleinste Veränderungen, auch wenn sie dann manchmal fast witzig erscheinen, ja, oder ach ja, mein Gott, jetzt haben wir halt dies, aber das ist doch noch so weit weg von dem großen Ziel, was wir eigentlich haben, sind aber genau diese Mikroveränderungen, die es braucht, um zu neuen Narrativen zu kommen. Nicht als Absichtserklärung oder als Strategie oder als Plan, sondern ganz konkret als Aufzeigen von Veränderungen.
Weil diese Erzählungen, die prägen nicht nur das Bild nach außen, also das, was wir nach außen erzählen über unsere Organisation, sondern prägen auch, wie wir selber denken über unsere eigenen Organisationen. Nitaya zeigt mir gerade so eine Zeitkarte. Ich bin fast perfekt in der Zeit. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir über das Wahrnehmen von Möglichkeiten, das Wahrnehmen von Grenzen, ja, in der kommunalen Planung, dass wir das maßgeblich beeinflussen können, wenn wir darüber nachdenken, in welcher Form erzähle ich mir gerade dieses Problem oder dieses Phänomen. Ja, man spricht dann immer gerne von Phänomenen. Und genau darin liegt in meinen Augen diese Kraft, denn wir brauchen am Ende inklusive Erzählungen. Ja, wir brauchen inklusive Erzählungen, die diese kleinen Mikroveränderungen so darstellen, dass wir möglichst viele Leute darin integrieren können. Und das gelingt nur, indem wir Resonanzräume schaffen, ja, indem wir reflektieren, welche Assoziationsräume die Menschen um uns herum haben. Und das kann auch mit Beharrungskräften einhergehen. Wir werden das alle erlebt haben ganz oft, dass Veränderungsimpulse zunächst auf Skepsis, auf Reaktanzen und so weiter stoßen. Aber diese Reaktanzen müssen wir aufgreifen und sie sind ein Schlüssel für diese positive Veränderung kann nur darin liegen, diese mit zu inkludieren und ihnen auch Raum zu bieten in den Erzählungen. Ich glaube, wenn uns das gelingt, also wenn wir nicht nur nach einer neuen Strategie für Kommunikation, ja, also für Narrative nicht nur als Werkzeug benutzen, mit dem wir neue Wege für neues Handeln irgendwie entdecken, dann kann es gelingen, dass wir Narrative spürbar im Diskurs verankern. Dann kann es gelingen, dass Narrative von positiven Veränderungen unser Bild von uns selbst und von unseren Organisationen prägen. Und dann sind wir, und das ist dann, glaube ich, nochmal die Klammer, sind wir näher dran an wahrhaft heldenhaften Geschichten unseres Alltags. Vielen Dank.